Hallöchen und willkommen zurück bei Echo. Hallo. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Wir sind am Buddeln und am Knubbeln. Ihr in der Mine und was ihr nicht seht, ich am Tunnelbau. Oh Gott. Ich habe Angst, was du dann auch nochmal herausbringst da hinten. Ja, ich freue mich auf die Fischerhütte, ey. Ja, das war so das allererste, was du gesehen hast. Das ist ja, was ich gleich gesagt habe, so, ja. So, ne, Fischerhütte, das brauchen wir. So, jetzt gucke ich. Ich habe den Strand gesehen in der Nähe und dann hatte ich sofort diese Idee. Diese Tränen in den Augen. Ja, direkt. Direktamente. Oh, ich bin gleich am Wasser. Dann holen wir mal ein bisschen Holz hier raus. Also noch ein bisschen in die Richtung. Oh, Nico, ich glaube, ich habe unser Problem beseitigt. Ich glaube, jetzt komme ich endlich mal an eine Kupferader. Hast du deine Kupferader gefunden? Ich hoffe. Ich muss mal kurz räuspern. So, besser. Das war der Nico. Hallo. alles rüber da. Komm. Hat gar keiner mitbekommen. Ich habe für dich mitgehustet, ist das okay? Ich habe das gehört, ja. Okay. Ich habe nur mich leise gemacht, ich höre euch weiterhin. Oh. So, ist da ein Loch? Nee, okay. Ist da ein Loch? Das wäre so genauso die Frage, die man stellen müsste, wenn ich in der Nähe gebuddelt hätte. ist da jetzt noch ein Loch? Was hat denn da Alex gemacht? Nico? Ja. Ich bin umzingelt von Steinen. Ja, okay, ganz so schlimm ist es bei mir nicht. ich bin gerade nicht mehr rausgekommen. Ach so, oh. Ja, wenn du feststeckst, bleib ich in mir. Tja, ich komme da wahrscheinlich runter und bleib auch stecken. Wir stecken alle direkt fest. Also, danke, war die letzte Folge. Tschüss. Oh, nee, aber da kommt man ja immer raus. Du kannst ja 60 Steine mitnehmen. Ja, Eben. Sehr gut. Warte mal. Aha, okay. Achso, ich könnte den Wagen ja mitnehmen. Ah, nee. Ich habe Hunger. Nico, ich habe Hunger. Reparier dein Werkzeug. Nico, ich habe Hunger. Hast du bestimmt nicht gemacht. Nein. Sag ich doch. Dem kaputten Werkzeug am Arbeiten. Das kann nichts werden. Aber ich werde doch immer. Da quälst du dich doch zu Tode. Das ist leider wahr. Das tue ich gerade wirklich. Ich mach's gleich. Ich brauche erstmal was zu essen. Bei dem Eisen. Ist ja easy. Ich mach zu. Es hält also die Hacke, die hält eine Weile. Aus Eisen. Ja. So wie die Holzschaufel, ey, da machst du, keine Ahnung, 10 Felder weg und die ist schon wieder kaputt. Kaputt. Was soll ich denn mitnehmen? Komm, ich nehme mal Reisbrei mit. Oh. Lecker. Da sind übrigens Heidelbeeren drin. Im Reisbrei? Nicht im Reisbrei, im Weizenbrei. Übrigens, die Reparaturwerkbank, die tue ich mal in die Schmiede. Yes. Das macht Sinn. Denn hier haben wir Zugriff auf alles. Ja, das hatte ich ja vorher noch nicht. Nico? Ja? Ich mache uns mal 2 Eisenschaufeln. Oh! Das klingt gut. Yes! Die sind fertig. Weil wir werden noch einen Berg abtragen müssen. Oh. Um Papaya und Ananas zu pflanzen. Oh ja, das wird auch noch ein Ding. Nico? Ja, bitte. Oh, warte mal. Die Eisenschaufel ist fertig. Ach, weißt du was? Ja, hole ich mir sofort. Ich mach direkt noch einen Eisenhammer. Oh, das klingt auch supi. Brauchst du noch eine Eisenhacke? Ja, wobei, wir haben ja unser... Wir haben ja den Flug. Genau. Oder? Ja.
So. Ich lasse mal mein altes Werkzeug drin. Und deines steht dir bereit. Danke, ich komme sofort zum Abholen. Ist in der Hütte, ne? Okay. Oh, eine Schaufel. Ich stell nur mal kurz wieder Dünge her. Verbundfüllstoff. Ich hab den Wagen jetzt nicht mitgenommen. Huch. Boah, wie effizient ich mittlerweile bin. Mit Dünger, ne? Ja, Mann. Ja, das geht so. Super. 58 Verbundfüllstoff. Krass. Und daraus kann ich dann meinen Phosphatdünger herstellen. Hast du mal geguckt, wie die Bodenwerte sind? Was habe ich gerade gesagt? 58, ja. Hast du mal geguckt, wie die Bodenwerte so sind bei uns? Nee. Okay. Ich stelle den gerade ehrlich gesagt her, um Kalkstein loszuwerden. Okay. Aber wir können den bestimmt irgendwann mal gebrauchen. Ja, wir sollten irgendwann mal gucken, dass halt, ne? Nochmal 200 Kalkstein weniger. Fünftig. Sehr gut. So, ich komme mir mein neues Werkzeug holen. Jau. Ob das Werkzeug schön knackig ist? Knackig. Knackig. Das meinst du. Oh, da habe ich Schlacke. Die bringe ich mal schnell runter. Oh ja. Ganze Schlacke muss weg. Hui. Da ist voll. Jo, da ist voll. Aber was, wenn ich da einfach was mitnehme? Das. Und nach unten trage, weil auf die eine Schlacke, Kacke. Schlacke, Kacke. Kann man von oben zugreifen. Du machst mir Angst. So, das mache ich direkt mal. Ich trage mal da ein bisschen was runter. Wenn wir oben was produzieren in das obere Schlacke-Lager, kann man es von oben dann nämlich ganz normal reinlagern. Mhm. Dann laufe ich hier zwei, drei Mal. Zack. Zap, zarab. Okay, ja, ich habe hier ein bisschen gut was an unserem Zeug gefunden. Das heißt. Okay. Wir haben bald die Mechanik. Ja, ist das nicht schön? Und weißt du, was das noch schönere hier ist? Das lohnt sich richtig krass als Mine. Wir haben Kohle, wir haben Eisen und wir haben Gold und Kupfer. Wir haben alle Erze. Okay. Also, das sollte ich ausbauen. Was passiert? Wieso bauen wir denn hier nicht die? Da kannst du die Treppe nicht bauen, okay. Ich bin die Treppe runtergefallen. Nein! Schon wieder? Na, jetzt konnte ich mich auffangen. Oh, sehr gut. Hui, yep. So. Ach, noch ein Stück hier. So ein Schabbes. So, weg damit. Ich will mein Kupfer haben. Gib mir mein Kupfer. Eins. Oh, daneben gehauen. Egal. So, bevor ich die Kerzenständer. Ja? Cool. Bevor ich hier weitermache. Ja, ja. Mache ich jetzt erstmal eine kurze Minenpause, weil ich kann echt nicht die ganze Zeit mehr. Ich drehe doch irgendwann durch. Aber ich mache jetzt erstmal richtig fett eine Sache. Und das heißt, okay. Mechanik. Yeah! Yay! Yay! Ja, Mann. Ich komm angerollt. Wie sieht das eigentlich mit meinen Kochdingens aus? Ist das fertig? Fehlt noch irgendwas? Fehlend! 10-mal Weizenbrei, 10-mal Lagerfeuerbraten. 11-mal Holz. Entschuldigung. Entschuldigen Sie bitte. Kann ich ja mein Name. Scheiße. Irgendwo habe ich noch was gebraucht. Kohle war das. Wo war das denn? Wo ich keine Kohlen mehr hatte. Fortgeschrittenes Schmelzen.
Oh nein, wir brauchen noch Eisen. Oh nein. Und wir brauchen noch Kohle. Und wir brauchen noch Ziegel. Okay. Okay, ich hole erstmal die Kohle. Das ist gerade ein bisschen wichtiger. Weil wenn wir Mechanik fortgeschrittenes Schmelzen haben, dann können wir nämlich viel effizienter schmelzen erstens. Ja, ja. Und ich glaube, es entsteht keine Schlacke. Oh, das wäre super. Das wäre ein Ding, gell? Das wäre ein Ding, ja. Ah, wir haben auch keine normalen Baumstämme, gell? Nee, wir müssen Holz hacken. Ja. Wir müssen ganz viel Holz hacken. Erstmal muss ich was essen. Ich muss 10-mal Weizenbrei herstellen. Weizenbrei. Wie? Wir haben keinen Weizen. Das ist überhaupt nicht möglich. Wenn nicht, dann nimmst du deine Sense und hackst draußen. Mir das Eisen. Und toll. Das hat mir was gebracht. Oh, hier gibt's gut Eisen. Ich bin hellauf begeistert. Und da gibt's gleich noch die nächste Kohle. Nee. So. Hier ist noch Eisen. Hier ist noch Eisen. Hier ist noch Eisen. Oh. Nicht, dass wir kein Eisen unten hatten bei uns. Aber. Also tatsächlich, ich brauche 100 Stück Eisen für das Rezept, ne? Wow. Also das heißt, wir werden am Ende des Tages nichts mehr haben. Das ist das Problem. Wow, deswegen, das ist echt viel. Leider. So, Weizenbrei. Hey, schau mal gleich ein bisschen mehr her. Können wir die futtern auch noch? Futtern! Futtern! 37 Stück. Oh, passt doch. Sehr gut. Schön Weizenbrei reinhauen. So, 10-mal Lagerfeuer braten hieß es. Ja, genau. 10. Einmal in die Taschen und rüberbringen. Ach, die hast du schon parat. Du bist ein Superkoch, ey. 47 Stück haben wir, ey. Oh, dann hau das mal auf den Grill. In die Rezeptbank. Auf den Grill. Das habe ich vor. So. Ich muss nur noch kurz was essen. Mhm. So. Fleisch, Samen, Samen. Wo ist denn das Essen? Ach da. Boah, der Lootfinger. Lootfinger! Das tut mir halt auch schon weh. Vom ganzen Kohle sammeln und sowas. Läuft. Noch 11 Holz und 10 Weizenbrei. Weizenbrei ist in der Mache. Holz kommt dann auch noch, bin ich mir ziemlich sicher. Sehr gut. Ach so. Okay. Nee. Haben wir. Ich gucke einfach. Wie weit wir mit Bauholz? Bauholz? Oh, Bauholz brauchen wir noch. Oh, okay. Wir müssen richtig Holz. Okay, ich brauche ziemlich viel Bauholz für die Küche dann. Ja, okay. Wir müssen. Richtig viel jetzt erstmal. Mal richtig dick abholzen, oder? Okay. Ja. Ich habe den Kohleblock vor die Nase gesetzt. Ich würde sagen, die nächste Mission wäre echt konsequent. Ich verbrauche jetzt schnell die Ressourcen, die ich hier im Wagen habe, baue die schnell in den Tunnel und dann gehe ich mal meinen Weg ab und holz alles ab. Ich würde gerne mitkommen, dann bringe ich auch noch sehr viel mit. So, wie cool der Hammer aussieht. Falsch, das war falsch. Weg. Oh.
Boah, Gesundi! Hui, 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 hui. Ach, da war mein Mute-Knopf jetzt nicht schnell genug. Wobei, eigentlich bräuchte ich gerade super viel. Wie heißt denn das? Nicht Schlacke, sondern. Schlacke haben wir ja. Leider. Lehm. Ich glaube, ich fange mal an, den Berg wegzutragen hier. Das kannst du natürlich auch machen. Also Lehm haben wir hier auf jeden Fall. Der ist hier überall versteckt. Ja, ne? Ich brauche halt ziemlich viel. Ja, gut. Aber wie viel versteckt ist, weiß ich nicht. Ich habe ihn auf jeden Fall immer wieder gesehen. Okay, sehr gut. Ich auch nämlich hier oben. Deswegen wollte ich insgeheim so ein bisschen diesen Berg wegtragen, weißt du? Ja, und das nützt uns ja auch, weil wir ja die Felder eh erweitern wollen. Jo. Oh. So, zack, 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 zack. Oh ja, da kommt Lehm. Okay, also die Eisenschaufel, die hält tausendmal länger. Das kannst du ja jetzt schon sagen. Jap, jap, jap. Oh, da ist doch schon der erste Baum, der gemeint hat, er muss Stress anfangen, hey. Hey, Bruder. Wie sieht das eigentlich mit dem Kaktus aus? Kann man den gibt auch so Links-Links-Kombination, Bruder. So richtig, weißt du? Hast du das gehört? Was denn? Nee, okay. Oh, nee, nee. Was? Was soll ich? Was ist das? Holzspan. Ach so, aus dem Kaktus kann man auch Holzspan. Okay. Was ist das hier eigentlich? Huch, das war ein Baum. Nächster Baum weg. Nein, das wäre aber witzig gewesen. Hä, was ist das denn? Timber! Ah, es war ein Baum. So. Boah. Also ich habe eine fette Lehmmine gefunden. Nico, willst du mir helfen? Ich habe gehört, du hast Erfahrung mit Lehm. Ja, aber ich habe auch Erfahrung mit Holz. Du, einfach alles weghauen, was geht. Zerkleinere ihn zuerst? Nee, das war doch jetzt nicht nötig. Eieieiei. So. Soli. Das waren die ersten. Ja, ich werde bis morgen graben. Oh, da ist noch etwas Holzspan durch die Gegend geflogen. Tatsächlich, Nico, brauche ich über 100 Ziegel. Oh Gott. Wie viele braucht man für einen? Also wie viel Lehm braucht man für? Ich glaube, wenn man das besser skillt, braucht man nicht mal mehr so viel. Aber ich kann es dir gerade nicht sagen. Aber wie gesagt, ich habe hier eine. Wenn du eine kleine Ader gefunden hast. Ja. Fette Lehmgrube gefunden. Fette! So und so. Den Holzspan, den können wir nämlich auch brauchen. Tatsächlich, dieses am Anfang eigentlich Abfallprodukt, eigentlich schon, gell? Kann man schon fast dazu sagen. Ja. Okay, gut, Mörtel kannst du daraus machen. Stimmt. Und jetzt auch Dünger, den wir brauchen werden. Ja. Vielleicht also Abfall, ja. Ja, ja. Oh Gott. Nein, in die andere Richtung fallen! Was? Mama, verstehe ich nicht, in welche Richtung die Bäume fallen. Oh yeah. Muss ich sagen. Das dachte, wenn ich da stehe und fälle, dann fällt der in die andere Richtung halt. Das kann ich dir ist irgendwie sagen. Nicht immer so. Nee. Ist auch nicht so. So, zack. Und dann ist hier noch ein bisschen Holzspan hingeflogen. Okay.
Okay, 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 okay. Oh, so, ich werde jetzt gerade mal ein bisschen Erde los. Nein. Ja, genau dahin. Die ganze Natur. Weil ich brauche auch noch. Ich brauche auch noch normales Holz. Mhm. Also normales Bauholz für den Tunnel. Der ist noch nicht ganz ausgekleidet. Und wenn der fertig ist, dann würde ich eventuell mit dem Bauholz, oder heißt es Bauholz? Doch, ich glaube Bauholz. Bauholz, ja. Für die Küche dann beginnen. Oh, ja. Wie sieht es eigentlich mit dem Pflug hier aus? Nope. All of my nopes. Der Alex lässt mich immer noch nicht mit seinem Pflug spielen. Das klang schmutzig. Ich gebe dir mal Rechte für meinen Oh, kann ich gar nicht. Schlacke, ich sehe schon wieder Schlacke an der Oberfläche. Die packen wir doch gleich mal runter und tschüss. Okay, tatsächlich. Ab unter die Erde. Musst du den Flug. Ich leg dir platzieren. Den Flug gerade mal rein, ja. Den Flug im Karren. Viel Spaß. Dang. Oh mein Gott. Ich habe noch so viel vor mir. Ups. Ah, nee. Aber ich krieg Lehm. Lehm ist mein Leben. Oh Gott, ich soll's lassen. Fährt man mit dem nach vorne oder nach hinten? Tatsächlich. Den schiebt man vor genau. Sich hin, oder? Genau. Und okay. Wenn du Linksklick drückst, dann fängst du an zu arbeiten. Aha. Mechanik kann ich lernen. Mechanik ist fertig. Alter, ist die Bierkiste schon voll? Oh, ich freue mich so. Wieso packt er das da nicht da rein? Ich komme sofort da. Aber jetzt ist die Bierkiste voll. Das geht immer so schnell. Ja, ne? Wir brauchen noch eine dritte und eine vierte. Was ich tatsächlich machen muss, ich brauche zwei Truhen. Ja. Einmal Bücher, einmal Dünger. So, und warum ist das hier nicht angebunden? Ja. Zack. Und nun arbeite. So, arbeite. Wie viel habe ich denn? Bestellen. So. Ich habe ein bisschen wenig von diesem Lehm. Tatsächlich viel zu wenig. Scheiße, Alter. Warum bringst du mich so zum Lachen? Aber tatsächlich ist das zu wenig. Ich brauche ich denn eigentlich? Nix, einen leeren Karren. Gut, Karren ist ausgeleert, weiter geht's. Sehr gut. Die Mauer muss weg. Nein. Kleiner Zwischenstopp. Ich hab schon wieder Samen. Ich dachte, der kommt mir jetzt kurz helfen oder so. Nee, der feine Herr, der muss seine Samen verstauen. Ja. Die fallen immer von den Bäumen. Ja, wenn du immer ich so viel schüttelst. Ich habe neue gefunden. Interessant. Wow, what? Ach so. Oh Mann, ey. Was denn? Und zwar, was ist das? Saguaro-Kaktus-Samen. Läuft, ey. Läuft, Brudi. Ups, jetzt habe ich aus Versehen den Weizenbrei gegessen. Ich wollte eigentlich 10 mitnehmen. Danke, tschüss. Das kommt jetzt nämlich in den Tisch. Kich, kich, kich. So. Ja. Fehlen da nur noch 11 Holz. Holz! Aber das Holz, das steht. Jetzt ist das da auch nicht verbunden, ey. Mann. Nico. So. Yeah. Wir müssen die Erde irgendwie loswerden. Ich hab 4 davon. Also dieses Loch rechts von
Da, wo noch nicht zugeschüttet ist. Ah, soll ich das voll machen? Das kannst du voll klatschen, ey. Da würde ich es auch eben machen. Okay. Dann mache ich das. Wow, das wird noch eine Aufgabe. Und wenn wir schon bei eben machen sind, ich mach mal eben 163 Holz. Ja, du. Immer nur drauf, immer nur drauf. Gut, Holz haben wir. Genau, die Truhe wollte ich mitnehmen. Ich werde schon mal ein bisschen Erde los jetzt. Le Tru. So. Bücher. Wir haben jetzt schon zwei Bücherkisten, ey. Oh, ich sehe ein kleines Problem. Ich muss aufpassen, dass ich nicht den Fluss angrabe. Ja. Okay. Also ich hab's nicht mehr weit. Eieieiei. Das kriegen wir aber auch hin. Ja, wenn der Ton gleich durchlaufen wird, hoffentlich, und das recht schnell, dann hoffe ich sehr, dass wir die nächsten Rezepte durchziehen können. Hast du gerade Bauholz schon in Auftrag gegeben? Also Bauholz nicht, sondern dieses normale Holz. Okay, weil ich glaube, ich kriege noch ein bisschen mehr vom Bauholz raus. Ja, da bin ich noch nicht so weit. Genau, vielleicht mache ich das jetzt am Anfang. Aber das geht so schnell bei uns, das ist kein Stress. Okay. Habe ich nicht gehört. Ja. Weil das ist wirklich so einfach ein Wunder der Natur. Wie lernfähig wir einfach sind. Wir sind die lernfähigsten Menschen in Echo. Ever. Ever? Hast du gerade ever gesagt? Ever. Ja. Hilfe. Diese alten, altdeutschen Wörter. Die hat meine Großmutter ja schon nicht mehr gesagt. Dat und dat. So. So, ich stelle jetzt für den Anfang einfach mal 3. Ach du Scheiße. Dann sollte das echt schnell gehen, so. Der geht aber so einiges ab hier. Was war denn das? Das war, ich hab was geschrieben. Wen hast du erschlagen, eher? Achso, meine Enter-Taste. Klang! Einfach mal so dazwischen. Okay. So, Karen? Karen? Da bist du ja, Karen. Nico hat eine erotische Beziehung mit seinem Wagen. Nico und Karen. Was? La 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 la. Eine Liebe bis auf die Zehen. Das klingt falsch. Nein! Oh, Mann, diese Ruckler. Ruckler. Oh, ich hab's geschafft. Da ist mein Lehm. Wow, mal schauen, wie viel ich daraus machen kann. Na, okay, ich brauche noch Pulp Fiction. Nein, ich brauche... Ah, sehr gut, Mörtel. Oh, da muss ich nicht so weit greifen. Ah, wie viel Holzspann kam da jetzt gerade raus? Uff. Oh, warum hab ich jetzt auf einmal Level Up beim Kochen? Verstehe ich auch nicht. Hast du irgendwas hier zaubert? Ich hatte was im Auftrag gegeben, glaube ich. Weizenbrei eventuell? Nee. Nein, okay. Mechanik. Das, was ich schon die ganze Zeit gesucht habe. Ah.
Okay, was können wir denn jetzt bauen? Angetriebener Wagen. Oh, aber dafür brauchen wir dann auch noch Benzin und Klo, oder? Benzin? Ja, sicherlich. Ist das nicht so? Irgendwie sowas, ne? Was kann ich denn noch nicht machen? Mechanikertisch müsste ich machen. Oh, das kostet wieder so viel alles. Nja. Okay. Nja. Das war ein Auto, das vorbeigefahren ist. Nja. Nja. So. Ich komme dann nochmal mit Holz. Besser gesagt mit Baumstämmen. Baumstämmen? Baumstämme. Okay, wie sieht's denn aus? Mir fehlen 141 Ziegel. Ja, haha. Du hast Bretter hergestellt, oder? Du hast nicht Holz hergestellt. Hä? Doch? Ich glaube, du hast Bretter hergestellt. Bretter. Oh Gott. Bretter kosten extrem viel. Weil, also, es wundert mich gerade, dass wir so viele Bretter haben. Bretter? Ja, und nicht Holz. Doch, ich hab Holz hergestellt. Da, die, was liegen da drin? 94 oder so. Okay, gut, so wenig, krass. Ja, das waren nur 2-3 Bäume. Ach so. Ich hab auch nicht, also wir haben auch, ich hab grad nochmal 100, keine Ahnung. Wir haben jetzt 140 Baumstämme. Okay. Am Lager. Nur. Erstmal. So, die werden alle zu Holz verarbeitet. Viel Spaß. Okay. Liebe. Guck mal, der Nico, der ist hier immer Leben auf der Überholspur. Mit Karen. Mit seiner Liebsten. Karen. So. Ach so, ich brauche ja eigentlich Holz für meinen Tunnel. Für deinen Tunnel? Ach so. Nee. Holz wird, wie gesagt, gerade en masse hergestellt. Yes. That's pretty nice. Oh yeah, it's very nice. It's delicious. Keine Ahnung, wie ich Ich hole mir da mal gerade 60 Naus. Naus. Komme ich von hier dahin? Huch. Nein. Schade. Ich nehme gerade jedes Stück Leben mit. Ach komm. Leck. Oh, hier ist noch eins. Ah ja, da sehe ich doch einen Haufen, oder? Ja, ich bin hier gerade unten. Ach, unter unseren Feldern ist quasi auch Lehm, oder was? Nee, in die andere Richtung. Ach so. Das zieht sich anscheinend. Das hat ein Muster. So, ich muss mal zuerst mal. So. Hui de nui. Oh ja, ich bin im Ziegeln aufgelevelt. Das bedeutet schon mal weniger Ressourcen verschwenden. Ja. Richtig. So, Erde klatschen. Mhm. Oh, ich hab auch ein paar Ruckler. Genau wie du. Nicht, dass wir bald wieder von vorne anfangen können. Ey, hör mir auf. Ich bin ja schon still. Oh Gott, das zieht sich aber ziemlich weit runter. Wir haben es jetzt noch besser gemacht wie beim ersten Mal. Ja, wir haben dazu gelernt. Ich glaube, es ist schon geil geworden. Ist schon nice. Zumal die Location ist halt so gut. Ja, Mann. Das trifft einfach alles aufeinander.
Da, wo das Nas und das Eichhörnchen küsst oder so. Irgendwie sowas in der Richtung. Wie ist es nochmal bei Space? Bei Traumschiff Surprise. Da, wo das Eichhörnchen küsst. Was? So. Ja, hier, mein Tunnel nimmt Gestalt an. Dass man nicht einfach 10 Dinger so auf die Schaufel schaufeln kann. Gell? Macht mich fertig. So geht's mir auch gerade. Ich hab aus der Schubkarre kannst du es ja auch rausnehmen. Ich versteh das nicht. Ich habe gesehen, in früheren Versionen konnte man sogar Steine mit der Schaufel sammeln. Okay. Was auch viel schneller ging. Schade, dass solche Features rausgenommen wurden. Mei, okay, vielleicht verstehe ich es ja. Hier Steine und Schaufeln und so. Gut, funktioniert halt nicht, Steine abbauen mit Schaufeln. Ja, klar. Aber man kann doch wohl, kann man nicht zweimal schaufeln, um zumindest 2 Erdblöcke auf die Schaufel zu holen? Ja, aber hier, du konntest tatsächlich, also nur die abgeschlagenen Steine, weißt du? Das ist ja, finde ich, wiederum logisch. Gut, ja, okay. Also finde ich jetzt, das geht dann schon. Hier kann ich zumachen, oder? Wo? Ich stehe links von dir. Richtung Tunnel. Ja, mach zu. Oh. Weil ich bin auch gerade am Erde schaufeln. Oh ja, ich auch. Wie bekloppt. Erweitere ich da einfach mal. Genau, das schütten wir einfach zu, dann ist auch alles gut. Ja, weil genug Platz dafür haben wir ja, da müssen wir unsere Lagerplätze nicht für Erde hergeben. Dann machen wir das auch ein bisschen plan und dann ist auch gut. Genau. Weil ich sagen muss, ich sehe so viel Lehm, wie ich habe, wird auch noch ein bisschen Erde hier verschwendet werden. Oder verwendet werden eher. Das geht schon tief nunner. So. Aber Nico? Ja? Ich glaube, wir müssen. Ja, machen wir. Machen wir. Jawohl. Sehr schön. Gut. Ich komme geschwind ums Eck. Da ist er. Ah. Gut. Kann ich mehr einpacken. Der ist voll. Okay. Ja, gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Damit würde ich auch sagen, ja. Dann ist der bald fertig. Oh. Lehmgrube und Tunnel nehmen Gestalt an. Oh ja. Den Tunnel sehen wir ja beim nächsten Mal dann. Yes. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Thank you.